Liebe Zuschauer, stellen Sie sich vor, Sie könnten nahezu jede beliebige Sprache der Welt sprechen, und zwar innerhalb von wenigen Sekunden und ohne, dass Sie dafür groß lernen müssen. Das geht gar nicht, das geht doch. Was dahinter steckt, darüber sprechen wir jetzt mit Rafael Schimanski. Herr Schimanski, schön, dass Sie da sind. Grüße Sie. Sie wollen also das weltweite Sprachproblem lösen. Was ist denn die Idee dahinter? Wir werden das weltweite Sprachproblem lösen, und zwar mit einer Technologie im Bereich der künstlichen Intelligenz. Wir werden eine Sprachen-App momentan ausgeben, die es uns ermöglicht, einfach, jeder hat ein Handy dabei, jeder hat ein Smartphone dabei, jeder hat ein Tablet davon, dies zu benutzen und alle Sprachbarrieren durchzubrechen. Und das Tolle ist halt, dass man gewisse Sprachen einstellen kann, man kann reinsprechen, und wir bleiben auch im Bereich von Speaking, von Sprechen, und man bekommt dann eine andere Sprache, am idealsten auch in der gleichen Stimme wieder zurück und kann sich verständigen. Also mit einer ähnlichen Stimme, wie ich selber habe. Das ist die Idee dahinter. Okay, das ist ein Vorteil gegenüber anderen Anbietern, denn generell, die Idee, könnte man jetzt sagen, die gibt es ja woanders auch schon. Google, Amazon, Apple, Microsoft und so weiter. Gibt es noch mehr Vorteile als nur die Stimme? Ja, bei Sicherheit. Also Sie haben eben ein paar Mitbewerber schon erwähnt. Das ist auch gut so, denn Mitbewerber beleben das Geschäft, wie wir wissen halt. Und deswegen möchten wir auch immer besser und stetig anders sein. Wir wollen andere Nischen ausfüllen, wie es halt die großen Mitbewerber gerade machen, die Sie gerade erwähnt haben. Und in der Tat haben wir deutlich mehr, denn wir haben nicht nur die Sprachübersetzung, die Sprachübersetzungsmodule, sondern wir haben auch das Dialect Detection, also wir werden auch Dialektmodule mit anbieten. Wir haben Rauschunterdrückung, was auch unheimlich wichtig ist, weil Menschen sprechen in unterschiedlichen Situationen, und wir wollen natürlich eine extrem gute Umgebung schaffen in unserem Algorithmus, und das alles vereinen wir zu einem Produkt, und das sind wir mit ULT. Das klingt bis dahin ziemlich interessant. Und wie viele Sprachen decken Sie dann ab? 3, 4, 5? Was ist dann das Ziel? Wir haben mit einer Sprache angefangen, sind aber deutlich gestiegen, bieten jetzt über 130 Sprachen an. Aber das Wichtigste ist bei einem Übersetzungsmodul, dass sie von Sprache zu Sprache übersetzen. Das heißt, eigentlich müsste man ja fragen, wie viele Sprachpaare bieten sie halt insgesamt halt an. Und da sind wir natürlich so, dass wir alle Sprachpaare von diesen 130 Möglichkeiten mit anbieten möchten. Aber natürlich gibt es einige Direktionen, also Richtungen, die wir noch nicht haben und die noch in der Entwicklung sind halt insgesamt. Aber da lade ich die Leute natürlich ein, das immer auszuprobieren. Wie heißt denn die App überhaupt? Und kann man die jetzt schon runterladen? Was kostet die im Moment? Universal Language Translator, kurz ULT, ist eine App, die es momentan im Google Play Store und App Store für nur 0 Euro kostenfrei gibt. Wir bieten es deswegen halt an, trotz der hohen Entwicklungskosten, weil wir Tester haben möchten. Wir wollen Nutzer haben, wir wollen aktive Nutzer haben, wir wollen den Menschen erst einmal eine Freude mitgeben halt. Und irgendwann werden wir natürlich vorstoßen, auch in Businessbereiche, wo halt auch gewisse Monetarisierungsmodelle stattfinden werden. Und da arbeiten wir gerade an Hochtouren dran, das strategisch umzusetzen. Genau, also im Moment ist es noch kostenlos, und irgendwann wird es dahin gehen, dass es dann ab einer bestimmten Länge, je länger ich das nutze, kostet es dann so und so viel. Und Sie haben es ja auch schon eben angedeutet, das ist gedacht sowohl für den Geschäftskundenbereich als auch für mich als Privatkunde. Genau. Also idealerweise ist es natürlich für Privatleute, weil überall da, wo Menschen zusammenkommen, auf Hochzeiten, bei Fußballaktivitäten oder Sportaktivitäten, viele Nationen kommen zusammen. Ja, das beste Beispiel war jetzt auch die WM wieder gewesen. Und dort wollen wir einfach eine Unterstützung in Sprache natürlich geben. Aber das alleine ist natürlich für uns als Unternehmung nicht gerade sinnvoll natürlich. Wir müssen auch schon noch schauen, wie wir auch Geld verdienen können natürlich. Und dafür gibt es natürlich tolle Sprachservices, die wir anbieten. Also Sie müssen sich vorstellen, alles, was mit Sprache zu tun hat, alles, was vielleicht eine Agentur mit Sprache anbieten würde, das soll ULT werden. Wir fangen an mit Sprache, wir fangen an mit Übersetzungen, und das wird natürlich auch in den Businessbereich halt gehen. Und ich meine, denken wir jetzt aktuell an Dolmetscher, denken wir an riesengroße Vorstandssitzungen, die weltweit ausgestrahlt werden, und da werden wir eingreifen. Denken wir mal ein bisschen weiter, ganz pragmatisch heutzutage, die Flüchtlingssituation in ganz Europa. Auch da könnte das ja wunderbar zum Einsatz kommen. Gibt es denn schon so eine Art Feedback auch aus der Politik? Von einigen prominenten Beispielen, die es schon getestet haben? Ja, das ist in der Tat richtig, dass wir mit Berlin und mit einigen Ministerien auch gerade arbeiten. Wir waren auch jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet gewesen und hatten die Ehre, der Frau Brigitte Zypris, der ehemaligen Bundeswirtschaftsministerin, diese App mal zu präsentieren. Und sie hat Zeit gefunden, da sind wir sehr dankbar natürlich halt dafür. Und sie hat das auch in ihrem Urlaub ausprobiert. Und ja, klar, es war holprig gewesen, hat sie gesagt, aber sie konnte vom Kontext her tatsächlich Übersetzungen durchführen und konnte sich verständigen. Das war für uns ein erstes Zeichen gewesen. Das ist schon einige Monate zurück. Also wir haben deutlichen Progress natürlich schon durchgeführt. Das ist alles wunderbar. Ich sehe vielleicht nur einen Nachteil, dass die Leute jetzt fauler werden und sagen, nee, Sprachen lernen, das muss ja gar nicht mehr sein. Jetzt, die App macht ja alles für mich. Geht das nicht in eine falsche Richtung vielleicht? Dass man den Menschen aus der Verantwortung entlässt, irgendwie ein bisschen Sprachen zu lernen?
Das ist vollkommen richtig provokativ erkannt, ja. Aber künstliche Intelligenz soll nicht den Menschen ersetzen, soll auch Aufgaben und Wissensfähigkeiten beim Menschen nicht übersetzen. Das macht ja künstliche Intelligenz eigentlich aus. Und wir wollen unterstützen, wir wollen den Menschen unterstützen. Ja? Wir wollen Freude bereiten, wollen den Glanz unterstreichen. Und wenn ich da an Sprachenlernen denke, ich meine, wie kommt man in Kontakt mit einer Sprache? Warum nicht über eine Übersetzungssoftware? Warum nicht mit der Motivation, eine fremde Kultur zu besuchen, in ein fremdes Land zu gehen? Dass ich die Berührungsängste verliere sozusagen. Absolut. Berührungsängste verlieren, hingehen, sagen, okay, du sprichst nicht meine Sprache, aber warte, ich habe da etwas für dich. Und dann reden wir über ULT miteinander. Wie ist denn der Stand der Dinge im Moment? Wie lange hat es gedauert bis hierhin, die Entwicklung? Was hat es gekostet? Und was sind jetzt auch die nächsten Schritte? Das sind mehrere Fragen auf einmal. Ich versuche, die chronologisch zu beantworten. Wir haben ungefähr jetzt, gut sind wir durchgestartet, 2016, 2017, haben relativ schnell entwickelt für einen fünfstelligen Bereich. Also wir hatten so 100, 200.000 Euro, was wir aus eigenen Initiativen und Möglichkeiten geschöpft haben und haben einen Prototypen rausgebracht, soweit, dass wir auch auf den Markt gehen konnten. Der Prototyp hatte am Anfang natürlich ein paar holprige Sachen, aber uns war es wichtig gewesen, rauszugehen, zu sagen, Leute, wir sind da, wir gehen jetzt hier in die Vermarktung aktiv, das ist auch mein Aufgabenfeld und sind eigentlich bereit, dann genau diese Sachen halt voranzutragen. Und die nächsten Schritte sind unterschiedlich, die können in mehrere Richtungen gehen. Ja? Ob wir jetzt da wissen Sie noch weitere Investoren jetzt erstmal? Auf jeden Fall, natürlich. Also wir haben jetzt ein Produkt, was auf dem Markt ist, mit dem wir jetzt auch anfangen können, Geld zu verdienen. Wir wollen aber die nächsten Schritte machen. Wir haben eine fantastische Roadmap. Wir suchen natürlich noch Investoren, die zwischen 5 und 20 Millionen Euro auf den Tisch legen und mit uns den Weg gehen wollen. Crowdfunding ist es dann. Ja, wir haben auch ein Crowdfunding. Das ist also beides. Also, es gibt einmal die Schiene Investoren gesucht und wir haben jetzt ganz aktuell auch einen Crowdfunding-Kanal. Den würden wir gerne hier nochmal einblenden. Das Schöne ist, wir sehen ein Beispiel im medizinischen Bereich, wie ULT Menschen zusammenfügt und verständigt halt. Und genau dafür wollen wir das einsetzen. Ich greife nochmal die Zahl auf, die Sie eben genannt haben. 5 bis 20 Millionen. Das erscheint mir jetzt, ehrlich gesagt, ziemlich viel. Ist denn die App überhaupt so viel wert, wenn man die jetzt bewerten würde? Gut, die Frage ist, wer bewertet so etwas halt? Ja, wir gehen von einem Wert von ca. 1 Milliarde US-Dollar aus. 1 Milliarde US-Dollar, das ist eine Ansage. Man muss es einfach mal reinwerfen, weil wir glauben, dass der Markt ist so momentan, dass wir im Sprachenübersetzungsmarkt, 2016 hatten wir 40 Billionen Dollar, die draufstanden, und was den ganzen Markt betrifft, soll steigen bis 2020 auf über 46 Billionen Dollar. Wir wollen ein Teil davon sein und wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesem Algorithmus, den wir schaffen und den wir auch in Hardware und in alltägliche Sachen einbauen werden, den Menschen ein Bedürfnis abnehmen können und dadurch deutlich besser werden können. Das ist eine ganz tolle Idee und ich wünsche Ihnen mit diesem Produkt, mit dieser App ganz viel Erfolg. Ich hoffe, Sie bleiben dann auch hier im Rhein-Main-Gebiet zu Hause in Hessen, egal wie erfolgreich das wird. Kommt darauf an, wo der Investor ist, wenn er aus den USA winkt, aber wir wollen in Deutschland bleiben, wir wollen auch im Rhein-Main-Gebiet bleiben, das ist uns ganz wichtig. Und das macht auf jeden Fall Lust auf Sprachen, auf Sprachenlernen. Vielen Dank, Rafael Schimanski, für das Gespräch. Gern geschehen, vielen Dank auch.